Moin Moin Pyros und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit einer wirklich großen Böller-Action. So wie Strobis, Rauch und Bengalos. Das ist wirklich nur das Schönste und Feinste für euch. Schaut es euch an. Das ist herzallerliebst. Nur die schönsten Touren gehen für euch an den Start. Und diesen wunderschönen Kürbis haben wir extra für euch geholt. Ein Megateil. Mit dem Steinpilz obendrauf. So muss das. Und werden wir noch eine schöne Rolle hier nachher sprengen. Und eine Schüssel. Alles klärchen. Da wollen wir mal direkt anfangen. Und ich würde sagen, zünden wir hier direkt mal so eine erdige 1. Die tun wir direkt in den Kürbis rein. Öffnen mal das gute Teil. Schaut's aus und zünden mal an. Deckel drauf. Jetzt schauen wir uns das mal an. Werfen tun wir gleich ein paar Böllerchen dabei. Warte mal. Boah, das sieht schon nicht schlecht aus. Göttlich. Boah, die kommt gut rüber. Ein rauchender Kürbis. Alles klar. Dann zünden wir direkt hier, was haben wir? Vico Corsair. Vico Knaller. Sehr schön. Warte. Was hast du da? Viper 1, ne? Viper 1, ja. Warte. Das gucken wir uns erst an, was er da schönes zündet. Der war schon nicht schlecht. Zeig mal her hier. So schaut das gute Stück aus. DBE. Und jetzt schließlich auch sehen, was wir hier zünden. Der war nicht schlecht. Dampf. Alles klar. Nehmen wir hier mal vom Thundercracker. Der ging schon nicht schlecht. Da direkt hier so ein Fröschli. Mal gucken, ob er hüpft. Das kommt auf jeden Fall gut. Alles klar, dann würde ich sagen, zünden wir hier mal so ein Red Strobe. Und dann tun wir auch direkt den Kürbis. Mal gucken, wie das so ausschaut. Hier qualmt er noch. Das sieht gut aus. Okay. Der Firma Surex. Und rein damit. Deckel oben drauf und weg. So muss er. Bitterböse. Bitter süß. Aber richtig süß. Fast ein Raufhängen. Alles klar, dann zünden wir hier direkt mal. Nehmen wir mal so einen A-Böller von Funke. Na komm, kommt er noch? Da ist er. Alles gleich. Was haben wir hier? B-Böller. Ebenfalls Funke. Da geht aber ein bisschen schneller blitzen, oder? Oh, schon ein guter Sound hier. Da rieselt die Erde. Dann nehmen wir direkt so einen C-Böller. Schon echt nicht schlecht. Gehen wir direkt mit D weiter. Leichter Verpuffer. Auch nicht schlecht. Okay. Sind wir jetzt mal direkt hier so eine Smoke Fontaine Orange von der Firma Maxim. Alles klar. Kannst auch vorne reinstecken. Geh durchs Auge. Ja. Das ist Pyro Action live. So muss das. Die Qualme. Die ist ja süß. Alles klar. Komm, sind wir direkt weiter hier. Was haben wir hier Schönes? Ein Wild Bulldog. Alles klar. Aus. Nehmen wir direkt noch einen Wild Bulldog. Gut, dass wir den haben.
ging schon. Nehmen wir mal direkt was Dickes hier. Signalus 2.0. Direkte andere Hausnummer. Machen wir direkt einen Silvery Flower hinterher. Schon echt nicht schlecht. Dagegen will ich jetzt direkt mal einen Superbüller einsehen. Wir werfen direkt hier rein. Komm, ab in den Kürbis. Rein damit. Jetzt fruchtig. Mal gucken, was er kann. Gucken, ob er sowas steht. Hat er. Nicht schlecht. Alles klar. Jetzt nehmen wir mal so einen Flattervogel hier. Komm, machen wir direkt mal in der Schüssel. Zünd an hier. Funke. Gucken, ob er hochfliegt dadurch. Mal ran, nochmal. Konnte fliegen, nur halt woanders hin. Kann passieren. Also immer auf guten Untergrund. Weiter geht's. Komet, kubischer Kanonenschlag. Den tun wir auch direkt rein. Auch überstanden. Junge, Junge. Komm, einfach mal so ein Exploder 4, aber daneben. Ich glaube, den wird er sonst nicht überstehen. Schon echt eine andere Hausnummer. Gut, jetzt machen wir hier mal so eine Grenade. Die fliegt 15 Meter auseinander. Reißt die mal an, schmeißt sie so ein Stück weg und dann verstecken wir uns hier hinter das Bäumchen. Alles klar. Aber nicht zu weit, ne? So halt auf 10 Meter ungefähr. Und weg. Jo, so kann es auch gehen. Wo sind sie hin? Weg sind sie. Gut, dann geht's weiter. Sind wir jetzt direkt so eine Blue Smoke, machen wir auch wieder direkt drin. Machen wir den Deckel auf. Ich helfe. Zack. Und Deckel zu. Guck mal hier, sind wir direkt weiter. Das ist schwarzer, nee, das ist blauer Rauch. Zuerst war sie schwarz. Warte, noch nicht. Wir gucken uns das erstmal an, das schöne Schauspiel hier. Schön außer Augen am Dampfen. Der Pilz wird schön blau. So muss das. Alles klar, komm. Nehmen wir hier mal so ein Silvery Titanium Flower. Da ist die Lupe einfach anzünden. Ja. Einfach anzünden. Ordentlich, ordentlich. Nehmen wir mal direkt hier so einen Megatron. Lass mal schön schütteln, dann verpufft er auch nicht. Und let's fit. Und verpufft. Nicht ordentlich geschüttelt. Alles klar. Und man hat direkt so einen Big Assorted Flower hinterher. Funke, hey, das rockt wirklich nicht schlecht. Alles klar, und jetzt nimm einfach mal hier so ein Scream 10S. Nimm einfach mal, was du willst und sag an, was du hast. Okay. Hintereinander weg. Scream 3S an. Gut. In Kürbis? Nö, daneben. Okay. Scream 3S, dann Scream 5S und dann Funkstark 10. Direkt hinterher. Den anderen auch direkt hinterher. Mal ein bisschen Action sehen hier. Scream 3S und Funkstark 10.
So gehört sich das. Jetzt zünden wir erstmal direkt so eine fette Smoke hier, so ein Smoke Generator. Komm, den tun wir auch rein. Das war haben wir. Gut, dann reißen wir an das gute Stück. Und renne damit. Und zumachen, die Butze. Das müsste noch mal ordentlich was können, das kleine Teil. Ja, da geht noch was. Da geht noch was. Okay, komm, wir zünden mal direkt was nach. Mach mal so ein Ugly Joe hier. Was hast du da? 205. 205, da hinterher? Signal. Signallos, 2.0. Kometer. Okay, der andere ist aus, den räumen wir gleich weg. Was haben wir hier Schönes? Dumbum. Dumbum. Alles klar. Saftig, saftig. Bisschen was haben wir noch. Komm, zünd mal direkt hier so ein Crazy Robot. Und direkt danach noch so ein, weiß gar nicht, wie die heißen. Schreibt es mal in die Kommentare. Bitte? Whistling Flashing Thunder. Ah, Whistling Flashing Thunder, stimmt. Das war der Crazy Robot, ne? Der andere ist nicht angegangen. Gucken wir auch gleich. Räumen wir mal weg. Dumbum 5 Gramm. Jupp. Was für eine Verarbeitung. Wenn ich ein bisschen Wind auf, kann ich mal ein bisschen wegziehen hier. Ja? Funke. Sag mal, Funke? Titanblitz 5. Titanblitz 5, alles klar. Das sehen lassen. Jetzt haben wir hier noch diese anderen Titanblitz 5, mehrfach hintereinander. Guck mal, jetzt sind wir direkt noch einen hier. Nicht so langweilig wirkt. La Bomba noch. Und La Bomba hinterher. Der war ja süß. Hatte der 1 Gramm oder so? Ja. Was haben wir hier Schönes? C4. Oh, C4 Pyromax. Richtig gut. Runde. Richtig gutes Teil. Und ein Zeus hinterher. Von wegen richtig gut. Der war irgendwie richtig schlecht, oder? Was haben wir hier Schönes? 10er Twister. Oh, auch nicht schlecht. Bodenwirbel, ne? Ich glaube ja. Das ist gar kein Böller. Jo. Und mit Endschlag, geil. Und hat sogar noch funktioniert auf dem Waldboden. Nicht schlecht. Was haben wir hier? Dumbom 5 Gramm. Alles klar, die können wir auch gleich mal in die Kürbis stecken. Mal gucken, was passiert. Nice, aber jetzt nehmen wir erstmal den Bengalo. Hier. Reißen wir an das gute Stück. Ich helfe, ich mach mal auf. Und dann direkt weg. Sieht gruselig aus. Aber teuflisch gruselig. Aber richtig. Müsste es noch ein bisschen dunkler sein. Alles klar, machen wir direkt weiter hier. Aber hier was Schönes. Torpedo. Lass uns gleich noch ein paar übrig. Ich donner mir dann direkt da rein. Nice, nice. Nehmen wir noch so ein FP3 Small und hinterher direkt Mini Toffee. Hier. Beide so gut wie identisch. Den Funkenschlag 3, den heben wir uns auf jeden Fall gleich noch auf für den schönen Kürbis. Alles klar, haben wir noch den Ebola und danach geht's los mit der Kürbis-Ecke. Und wenn euch das Video bis jetzt schon mal gefallen hat, dann liked es doch gerne. Jo, danke. Hey, bisschen schwabbelig. Alles klar, was haben wir hier noch? Ein paar. Die tun wir jetzt direkt in den Kürbis. Fangen wir direkt an, nehmen wir was Schönes. FP3 Small oder so. So schaut es ja aus. Oh, das war auch gut. Das war auch noch gut. Werft ihn mal ein bisschen nach links. Nicht nach rechts.
So da ein bisschen hinwerfen, ne? Alles klar. Mini-Toffee? Hat sie verstanden. Dann nehmen wir jetzt mal hier direkt so ein Funke Petana Blue. Hier hinten? Nee, nee, andere Seite. Oh, Bengalo. Das ist auch heiß. Ja, Mann. Was? Hat sich das direkt hier erledigt. Das habe ich mir doch schon beinahe gedacht. Schaut es euch an. Wir werden trotzdem jetzt noch den Rest abzünden. Gucken wir uns das mal an. War auch nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt den Scream 3S und zünd mal an. Warte, aber so rum. Alles klar, von hier abbaut. Jetzt gibt es Schnitzel. Nice, das war doch ordentlich. Wie gesagt, selbstverständlich werden wir hier gleich alles aufräumen. Das gehört dazu. Und ist ja auch alles biologisch abbaubar. Alles klar, jetzt nehmen wir mal die Schüssel. Was hast du hier noch Schönes? Scream 5S. Noch mal hier. Stellen wir hier. Und unten drunter und dann direkt weg. Scream 5S. Und weg. Renn, Forrest. Lauf. Junge, ich dachte, das Ding fliegt zum Mond. Das war schon ordentlich. Ist aber ganz geblieben. Komm. Werf alle direkt hinterher zum Schluss. Bueno. Funke A-Böller. Und Funkschlag 3. Und Rekasa. Und FP3 Small. Alles klar. Links oben findet ihr meinen Kanal Saufklärer. Rechts oben Saufklärer. Und unten verlinke ich euch noch zwei weitere richtig geile Videos. So, und jetzt Büros räumen wir auf und dann sehen wir uns im nächsten. Haut rein.